Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria Expedition. Boink. Oh, sehr gut. Oh, legendär Pirat, geil. Was haben wir? Kreml Käfigmodell. Ermutigung der Herren. Ach, wir haben jetzt alles hier, ne? Da war die letzte Insel, stimmt. Okay. Oh, steht auch Gebiet frei, nix. Gut, dann müssen wir nur noch hier als abschließen. Ich habe schon von einigen Orten hier oder was Neues bekommen, glaube ich. Werde ich irgendwann zeigen. So, und die Mann kommt halt zurück. Das ist ein Befehl höherer Fertigkeiten aus dieser Rate. Ah, okay. Jetzt bringt es ja eigentlich nicht mehr so viel, ne? Ich schätze, gehen wir irgendwann mal ab, ja. So, dann gibt es hier noch die Katztruhe. Die haben wir noch nicht geöffnet. Ich habe Oski natürlich wieder so ein paar Sachen gemacht. Unter anderem Seelen gesammelt und Ohrringe links. Cool. Frag mich übrigens nicht, warum ich Eisensteuer. Einfach nur so, weil schon lange her, ne? So, was habe ich Offscreen gemacht? Ich habe ein bisschen trainiert wieder. Von Level, weiß ich nicht, bis 49, 48. Auf Level 48 habe ich mit einigen Charakteren was gelernt. Und zwar mit Magilo, Brüllner, Donner, wo ist es? Nee, Eleanor. einmal in der Zeile forscht, wo ist es? Brüllner Donner, ja. Yeah. Und mit Magilo habe ich Schwerkraftmine gelernt. So, hier haben wir das. Okay, Titel haben wir ein paar bekommen. Mit Velvet habe ich wahre Velvet. Und zwar hier mit 300 mal sie steuern. Ja, jetzt habe ich 387 schon. Wo ich mal mit ihr die Kämpfe jetzt beginne. So, mit Roko habe ich Schwachstellenjäger. Habe ich ja Schwachstellenjäger gesagt. Schwachstellenjäger, meine Güte. Und dann habe ich mit Dings, glaube ich, bekommen. 500 Schwachpunkt-Kombos. Ja, das habe ich absichtlich gesagt übrigens. Okay, dann noch Kombo-Künstler. Welchen ich nicht so gut verstehe. Mit Kombos getötete Gegner. 12. Ich tue doch immer mit Kombos irgendjemanden töten. Ich verstehe das irgendwie nicht. Ja, jedenfalls. Dann noch mit Eisen. Glanzvoller Gladiator, ich glaube Rangpunkte war das, ne? Wo ist es? Ja.
Gesammelter erhaltener Rang, ja, 3037. Geil, ne? Ja, und das war's eigentlich, ja. Ja, das war's. Ich glaube, vor dem Part habe ich noch diesen Kampf gegen diesen Pavian hier dran gehängt. Und ja, der hat war ein nerviger Kampf. Wie ist das? Die heilige Pavian, das habe ich aufgenommen, werde ich hier noch so reinpacken, so 2-3 Minuten war das. Dem bin ich zufällig begegnet und habe dann direkt die Aufnahme angeschmissen. Habe einen sehr guten Ignizid bekommen, welcher mir die Dingens hier wegweisen, aber das, ne? Hier erhöht die Schwere auf den schweren Schwierigkeitsgrad die Beutrat von noch nicht entdeckten Objekten und das finde ich richtig geil, weil nachdem ich den nämlich bekommen habe, ist es relativ einfach gewesen, hier von einigen Monstern, die ich hier noch abgegriffen habe, einige Gegenstände zu bekommen. Ja, hier Mananrift und Titania und so, das sind so Sachen, die kann ich hier, ich kann ja noch nicht an den Orten zurück, aber ja, in den ganzen anderen letzten Gebieten, wo wir waren, Uranus-Tasche, Antriebsstiefel, Beständigkeit, Geisterleuch, also was Sachen habe ich hier noch gefarmt und das war relativ einfach, nachdem ich diesen Glazid oder Ventil oder was auch immer oder Ventus bekommen habe und ja, da macht es jetzt ein bisschen einfacher, Gegenstände zu farmen. So, ein paar neue Gegenstände habe ich natürlich dann auch noch bekommen. Bin noch ein paar Sachen ja am Lernen. Einige haben nicht mehr so viele, einige haben schon noch was übrig, was ich hier lernen kann. Und ja, wir machen weiter mit der Story. Wir müssen zurück zur Titania, weil ich glaube, die Abtei hat da angegriffen, ne? Wir sind schnellstens nach Titania. Kamonia und Teil sind in der Gefahr. Sind in Gefahr, meine Güte. Genau, die Abtei greift da, glaube ich, gerade an, ne? Dann gehen wir mal und gucken, was da los ist. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Was soll's? Könnten wir nicht einfach rechts lang schwimmen? Weil dann, wir sind doch jetzt. Oder sind, bietet hier alles nur auf einen Kontinent, ne? Nicht auf der ganzen Welt, oder? Sonst könnten wir einfach nach rechts schwimmen und dann könnten wir da rumkommen. So, und Bienfo, du bist der Verräter, ne?気がつかなんだ。わしの契約術に強制術を重ねた気してある。さすがはおっさんじゃな。まさかお主が最初に逃げた時点からあのジジイの策だったとはのう。わしをタイタニアに捕らえたのもベルベットと出会わせる計算か。見事すぎるわ。 Ja, die haben das auch mitbekommen. わしが清涼の密偵とバーレーターか。違うんです。悪いのは僕なんです。聞いてたわよ、全部。なんじゃつまらん。では、煮るなり焼くなり好きにせい。もともと信用してもいないし、密告がなくてもいずれはこうなったわ。よし、まずマギルの2発でグループ、あの。 せめて戦力として働きなさい。随分甘く残酷なことを言うな。あんたたちに構ってる場合じゃないからよ。お望みなら全部終わった後に食らってあげるわ。なあ、ベルベット。憎いとはどんな気分なんじゃ。どれほど辛い？どんなに苦しい？身を焦がすほどの憎悪は。 生きている意味を実感を与えてくれるのか。タイタニアが見えた。
表の港に清涼の船が来てる。裏の港につけて。答えを知りたかったら手を貸しなさい。アルトリウスを殺す瞬間に見せてあげる。 Irgendwie mag ich es, wenn Magilo ernst ist. Wir wissen ja, interessant ist, wir wissen ja eigentlich nichts über Magilo, ne? Wir wissen ja gar nichts über sie. Das macht es ein bisschen interessanter, wenn sie einmal ein bisschen todernst ist. Okay, wir haben absolut wirklich diesen Titel jetzt. Sind wir der erste Herrscher des Unheils? Ich habe meine Zunge geschlagen. Ja, ach meine Güte. Die tun eiskalt hier von Zorei die Sachen einsetzen. Ich dachte, hier hat er was Besonderes, aber irgendwie kann das ja jeder machen, ey. Das ist ja etwas antiklimatik hier. Wird er nicht. Die sind doch alle 10 Level höher als ich, ey. Au. Ja, toll. Was machst du jetzt? Frag mich ja, wann hier irgendwie so Sachen in Tales of Systeria übergehen. Ich habe so das Gefühl, wir werden bald Sachen erfahren oder Sachen mitbekommen, die irgendwie in direkte Verbindung mit Tales of Systeria sind. Und das freut mich irgendwie. Aber mal schauen. Erstmal machen wir euch beiden platt und ja, das war's. Oh nee. わしの予想通りじゃったの。清涼は全部分かってやっているのですね。グリモワール、クーマたちは分からないわ。急に攻められてチリジリになってしまったのよ。解読はどうなった。ほとんどできたけど、肝心の最後がまだ。 あんたたちは番エルティア号、クーマたちは私が探す。できるかな、カムイの集団をかいくぐって。嫌なら来なくてもいい。触らないで。オッケー。 一人で無理しないで。みんな一緒だし。僕がベルベットを守るから。昔、ラフィーも同じことを言ってくれた。けど、そんな甘いことを言ってると死ぬわよ。いくら誓ったって現実には通じない。ラフィーもあっさり死んだ。
殺された。私もあの子を守れなかった。あんなに私を思ってくれたあの子を、たった一人の弟を胸を刺されて痛かったのに。エルベット。 あんたは自分の心配だけしてればいい。これは命令よ。カノヌシを抑えてもらわなきゃならないのよ。アルトリウスを殺すために。うん、いや。もうこれ、またこの、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 
Selbst Oscar ist hier verreckt beim ersten Mal. Obwohl der ist nicht verreckt, der wurde getötet von Velvet, aber sah nicht so aus, als hätte er auch Kontrolle darüber. Sie ist jetzt im Voll-Berserker-Modus, ne? Also noch mehr als üblich. So, sind jetzt ja Monster. Hier sind wahrscheinlich überall Monster, ne? Jetzt ja Monster, also nicht Monster, wahrscheinlich Exorzisten. Ne? Hier sind Monster. Natürlich mit Beute. Oh Gott. Boom. Alt, 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 alt. So, wir machen. Ne, wir. Eifrige Sammlerin. Wir tun jetzt mal diese Sachen hier, also diesen Titel hier mit jenen ausrüsten. Weil mit der Hilfe von diesem Ventil, den ich bekommen habe, von diesem Pavian, geht es. Was? Warum? Was? Wie wenig habe ich aufgezogen? Ich komme gerade erst rein. Ey, den Angriff kannte ich. Den habe ich immer eingesetzt mit Mikleo, Sorey, Wasser amortisieren. Gott verdammt, auf mich anzugreifen. Oh mein Gott, ey. Genau wie diesen Pavian. Ich wurde die ganze Zeit betäubt. Ey. Ich konnte gar nichts machen. Aber das müsstet ihr ja sehen am Anfang des Parts. So, von zum Kotzen hier fürs Papier. Warum der? Vielleicht sind nur die schon weg. Okay. Ah. Ich habe noch keine Feueramortisierung gesehen. Da kommen die mit Riesenschwertern, ne? Gar nicht so schlimm. Lerngeschwindigkeit, geil. Na, haben wir noch was Neues? Nein, okay. Und direkt die aus. Ich glaube, Magilo hat verdammt viel Lerngeschwindigkeit, ne? 88. Wenn ich das hier ausrüsten würde, Waffenmeister, dann hätte sie jetzt über 100, ne? 102, ja. So, ich tue jetzt hier die Beuteobjekt-Titel ausrüsten, damit wir eine höhere Chance haben, dass die Sachen hinterlassen. Aber ich weiß ja nicht wieder, wie lange hier Gegner aufhören, ob die jetzt wieder verschwinden. Das ist schon bei einigen Orten hier so der Fall gewesen. Bei einigen Monstern. Aber ich nehme an, es wird irgendwann so klassischen Tales of Traditionen hier irgendwie irgendwann eine Bonus-Dungeon oder irgendwie sowas geben. Hoffe ich jedenfalls. Und da kommen wir dann wahrscheinlich einige Monster besiegen, die wir vorher irgendwo gefunden haben, aber die jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen. Warum macht sie so wenig Schaden? Ist das normal? Oder ist sie jetzt Bestienzahl? Warum hast du so eine bekackte Dingens ausgerüstet, ey. Kann doch nicht wahr sein, ey. Aber wir haben ja noch mehr Charaktere, wie zum Beispiel den Eisen. Der kann Feuer spucken und dann kann er das machen. Dann kann er das hier machen und dann macht er eine Dempsey-Rolle. So, diesmal sogar die richtige Musik. Boah. Boah, ich liebe diesen Angriff, diesen Wasserangriff. Au, ist gut, Mann. Hi, Buff. Bester Droko ist tot. Wie ist denn das schon wieder passiert? Eleanor ist tot, wie ist das schon wieder passiert?
Mein Gott, ey. Alter, kann sein, dass sie gar keinen Schaden gegen die Typen macht. Was ist denn auf einmal los? Ich muss schon sagen, muss mal gebildet ist. Eine Reserve gerade. Aua, ist gut, Mann. Auferstehung. War doch keiner tot. Nichts bekommen, geil. Ja, nur gegen euch möchte ich nicht kämpfen. Wir müssen das weiß da. Nördlicher Wachturm. Wir gehen mal gucken. Nördlicher Wachturm. Hier ist sonst nichts, ne? Muss ich dahin? Ja, ne? Hi, tschüss. Oh Gott. Was war das für ein riesiger... Du bist ein fliegender Elefant. Makrotischer Zorn. Wir sind ein Elefant mit einer Maske, meine Güte. Ja, hier macht sie jetzt wieder Schaden. Gegen die dramatisierten Gegner scheint sie irgendwie keinen Schaden zu machen. Mein Gott. Jetzt treffe ich euch alle. Nein, tue ich nicht. Der Dreck. Oder noch diese M-Beißen Rolle irgendwie so am Boden rutscht. Au. Hi, tschüss. Was ist das? Oh, diese Ketten. Wann hat der die denn? Ja, gut. Plopp bringen. Deutsche Figurine. Sehr gut. Ach, da ist verdings. Ich dachte für Magelo. Seht ihr, jetzt kriegen wir voll schnell solche neue Sachen. Hey. Mit dem blöden Pavian früher erledigt. Plopp bringen. Warte nochmal ab, du. Dann noch Fußlosring, warum alles? Schalenring hast du noch nicht. Wie kann das denn schon wieder sein? So, gut. Vielleicht einen Schnitt machen, weil ich muss ja 3 Minuten hier vorne einrechnen. Hi, was machst denn du hier? Ich brauche Dingens. Trinke des Lebens. So. Neue Sachen? Nein. Okay. See you later. Muss ich hinten rein, ne? Warum ist das weiß? Kann ich da jetzt nicht durch oder was soll das? Was soll mir das sagen? Hi. Du Pisser. Ey, wie soll ich denn jetzt hier durchkommen, du? Du blöder Sack, ey. Hey. Wie soll man schon wieder sehen, ne? Ach, da muss ich hin. Hier, perfekt. Wenn wir nie erfahren, was dieses weiße Ding bedeutet, warte mal. War nicht irgendwie hier so Weltkarte in ein Symbollegende hier. Was ist ein weißes Ding? Sieht man hier nicht. Ja, geil. Super. Gehen wir noch mal hier in die Cutscene und gucken, was da passiert. Und da ist. Schlag mich tot. Meridia. Oder? Kogane. Kamona. Fehlt nur der Prinz. Oder? Nun haben wir. Wieder von den Fluchttoiletten, nee, dann könnten wir jetzt hier voll flüchten. Wie praktisch.
Rikakos Sturmbrecher, das gucken wir uns noch an. Werden wir als nächstes gegen ihn kämpfen oder was? Gegen Schlag mich tot. Warum vergesse ich den Namen von allen hier? Boah. Na, Geschoss 2, da müssen wir reden. Aber ich würde sagen, ich beende Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.